So, wenn wir die Kinder und Jugendlichen nicht gut in die Welt bringen, wen denn sonst? So, und wenn man sich im Moment anguckt, was so in der Welt auch los ist, es ist mir ein großes Bedürfnis, diesen Kindern und Jugendlichen zu helfen oder ihnen zumindest mehr Methodenköfferchen und mehr kaltes und warmes Buffet zu liefern, wo sie zugreifen können und aber das nicht müssen. Mein Name ist Gabriele Backhaus. Ich lebe in der Nähe von Hildesheim, mache Training, Beratung und Coaching und bin Rhythmik- und Musiklehrerin. Und auf das IPE bin ich gekommen, indem ich im Internet gesurft habe und Kontakt zu Daniel Pasch aufgenommen habe und eigentlich in Sachen Coaching schon seit 2 Jahren auf dieser Suche bin. Also ich habe sehr, sehr viele positive Sachen für mich wahrgenommen und einige Techniken kenne ich schon, aber ich finde die Kombination von diesen ganzen Techniken so klasse, wie die ineinander eine große Wirkung haben. Und ich habe es an mir persönlich als sehr hilfreich gespürt. Also ich nehme richtig was mit, ich bin selbstständig für meine eigene Arbeit, kann das auch sofort umsetzen und habe auch bereits Erfolge. Also ich habe zu Hause bereits einen Erfolg verspürt, was meine eigene Selbstständigkeit betrifft, in Bezug zu diesen Techniken. Und das ist für mich genial. Aber genial finde ich am allerliebsten, dass es nicht nur eine gibt, sondern dass die Dinge sich zusammenfügen. Das finde ich ja genial. Was hat sich verändert? Ich habe mehr Gelassenheit. Ich habe mehr Ruhe. Ich will niemandem mehr etwas beweisen. Ich bin ein mehr, also offener geworden, auch als Coach, und biete an. Also ich habe praktisch, wie der Daniel Pasch noch mal sagt, ich biete diesen Methodenkoffer an und kann daraus etwas wählen. So, und bin mehr auch mit in dem Klienten, mit dem Kunden im Gespräch und stimme mich auch darauf ein, was der braucht. Es geht hier nicht um mich, sondern es geht um andere positiv zu stärken und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie einfach mehr friedlich im Alltag miteinander leben können. Was mir ganz, ganz positiv aufgefallen ist, ist eine Vertrautheit, eine Ehrlichkeit, eine Offenheit, eine Authentizität, und ich hatte das Gefühl, ich kenne die alle schon. Und das finde ich enorm bei über 30 Leuten in so einem Raum. Es war eine total gute Atmosphäre. Und die hat was damit zu tun, wie er auftritt und wie er sozusagen die Leute auch gleich wahrnimmt. So, und ich fühle mich sehr aufgehoben. Ich komme gerne, richtig gerne. Und habe nicht das Gefühl, ich werde nicht gesehen oder es sind zu viele Leute oder es ist alles stimmig. Das passiert ganz selten. Also ist meine Erfahrung. Das heißt, und alles darf sein. So, das ist für mich das Wesentliche, wenn ich in den Raum komme. Sehr authentisch. Er lebt wirklich das, was er auch vertritt. Das ist für mich auch nochmal eine gute Rückmeldung. Ich muss mich nicht in meinem Leben verbiegen und er verbiegt sich auch nicht. So. Und er will nicht was beweisen. So, das heißt, er kommt wirklich, er ist begeistert von dem, was er tut. Und er konzentriert sich auf das, was ihm wirklich Spaß und Freude bereitet. Das ist für mich auch nochmal wichtig, weil ich als Selbstständige, na, ich muss ja auch gucken, dass ich genug verdiene und dieses und jenes. Und verliere manchmal auch so den Punkt, ja, macht mir das auch wirklich Spaß und macht mir das wirklich Freude. Bei ihm kann ich das hier sehr gut abgucken. Und da habe ich auch den Fokus für mich drauf gelegt. Und was ich wichtig finde, ich habe das Gefühl, ich gehöre zu einem Team. Ich bin Teil eines Teams. Und das finde ich auch für mich wichtig, weil als Selbstständige bin ich Einzelkämpferin. Und das möchte ich nicht mehr sein. So, und da fühle ich mich auch gesehen und auch angenommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir jemand mich belehrt, sondern genau das Gegenteil. Mir wieder offen etwas darstellt und ich darf zugreifen. Ich muss aber nicht. Wenn ich nicht will, muss ich nicht. So, und das finde ich so klasse. Also ich nehme ja hier Dinge mit, ne? Nicht alle Methoden sind meine Methoden. Und vieles auch lerne ich von Daniel, wo ich denke, oh,
Das mache ich ja auch so. Ach, das ist ja nett. Und diesen Weg, den er für sich geht, der hat für mich eine sehr, sehr starke persönliche positive Wirkung.